Erdogan, wir haben es gerade gesagt, Wunder passieren immer wieder. Wir freuen uns riesig, dich zu sehen. Eigentlich hätten wir damit gerechnet, dass du morgen in Grödig präsentiert wirst und heute trägst du das schwarz-weiße Trainingsdress und trainierst beim LASK. Werden wir dich im Herbst und auch im Frühling nächstes Jahr wieder in Schwarz-Weiß auflaufen sehen? Von mir aus schon. Ich weiß nicht, nur wegen dem Verein wird mich nicht haben. Dann muss ich überlegen, was mache ich. Nein, Sache ist so, ich hab schon in Zeitung auch gesagt, viel Unruhe gewesen, viel geschrieben ist, aber ohne meine Worte. Ich habe in Urlaub gewesen, natürlich habe ich vom VDV gehört, dass es möglich gehen, dass ich gehen zu von LASK, dass sie keinen Vertrag auflösen und dies und das. Ich habe Samstag hier gekommen, überlege mir einen Tag und habe mich entschieden, für LASK zu bleiben. Für mich war natürlich, egal wo ich überlege, und ja, Bundesliga, Möglichkeit in Bundesliga zu spielen, das ist schön und das ist gut, aber trotzdem, ich habe gesagt, mich verbunden viel schöne Sachen mit LASK und ja, ich habe überlegt und entschieden, hier zu sein. Also war das gar nicht so ein großes Thema, wie es jetzt speziell die letzten beiden Tage durch alle Internetforen und Zeitungen und so durchgegeistert ist? Ja, muss ich so sagen, ich sehe es so, dass es ich weiß nicht, hat einer von mir irgendwo ein Interview gelesen? Also ich habe von dir persönlich keine Stellungnahme gesehen. Genau, das ist Leute schreiben und denen, ich hab gesprochen, die Leute, das stimmt. Ich habe auch mit Trainer von Gold gesprochen, mit Manager von Gold gesprochen, das stimmt. Das ist auch legitim und das ist auch Bundesliga, ein Verein von Bundesliga Interesse hat, überlegen jeder Spieler. Das denke ich schon und Vujanovic auch, aber ich habe trotzdem überlegen, mit Familie gesprochen. Ich habe mich so eine Frage gestellt, als Fußballer willst du, dass es Fans stehen auf dich, Trainerstab stehen auf dich, Mannschaft stehen auf dich und Presse sowieso stehen jetzt auf dich. Was willst du mehr? Und da habe ich mich noch einmal gesagt bei meiner Frau, hier meine zweite Kind geboren, wo solltest du gehen? Was willst du besser haben, als hier zu haben? Und Geld ist nicht alles. Und wenn ich denke, Leute, nur gehen ums Geld, bei mir geht nicht nur ums Geld. Für mich einfach, das war ein Jahr überragend, mehr von überragend. Und was ich habe hier, so einen Namen haben und so viele Freude hier haben, will ich nicht wegen einem Transfer kaputt machen. Das ist einfach das, was meine einfach Meinung ist. Und ich habe gesagt, wer sollte passiert, egal wann, dass einer will mich haben, dann muss ich mit Verein sprechen und dann nicht über Ablöse reden und das war's. Aber meine Hypoklasse sage, ich bleibe hier und ich fühle mich wohl hier und das war's. Aus unserer Sicht definitiv die richtige Entscheidung, denn Linz ist mit Sicherheit die schönere Stadt als Gröding ein schönes Dorf ist, also da braucht man gar nicht drüber reden. Deine Ziele fürs nächste Jahr, glaube ich, auch ganz klar für die nächste Saison, oder diese Schmach von der Relegationsniederlage, diese klare Tickets auszumerzen, oder? Ja, wir hatten überragende Saison gespielt, trotzdem wir hatten zum Schluss in dieser Relegation war wie 118 Minuten schlechter, das muss ja auch klipp und klar sagen, die war besser, die hat verdient gewonnen, nur wir müssen gucken, durch die ganze Saison war wir gut. War wie eine super Mannschaft, 2-0 Niederlage in der ganzen Saison. Natürlich war Schein im Gesicht, dass du schaffst Relegation nicht. Trotzdem, ich denke schon, wir hat 70% Mannschaft geblieben und 80%. Wir brauchen einen oder anderen noch Zustoßen im Mittelfeld und denke schon, dass wir hat große Teil von der Mannschaft kennen wir uns. Und das ist unser Vorteil. Letztes Jahr habe ich auch 3 Wochen vom Beginn in der Mannschaft gekommen, hat nur 8 Spieler begonnen hier zu trainieren und trotzdem waren wir Meister. Von daher spricht für uns. Und größte ist einfach, meine persönliche Meinung, größte Chance, dass wir das auch schaffen, dass ich Trainer. Wenn Trainer geblieben ist, dann Zeichen einfach, so ein Trainer zu bleiben, kann auch Bojanovic bleiben in LASK. Das ist einfach, was mich immer, ich habe gesagt, ich auf Trainer ständig 100% und wenn der bleibt, kann ich auch bleiben. Und das ist einfach, Entscheidung war nicht so schwer, wie viele denken. Dass sehr viel am Dachsbacher liegt, hast du uns ja schon damals beim seit 1908 Stammtisch verraten. Du hast dich damals ja schon ziemlich klar deklariert. Ja, ich habe gesagt, stehen auf Dasbacher. Dasbacher hat auch hier, Trainer hat auch überragenden Job gemacht. Trainer hat hier auch geblieben, weil der will auch Meister. Der will nicht jetzt für 5. Platz spielen. Das ist einfach, um nicht zu sprechen. Natürlich werden jetzt nicht möglich so leicht wie letztes Jahr, weil die denken alle, ja, jetzt wir müssen alle sauber. Ende des Tages muss wir Erster sein und diese Relegation dann schaffen. Und ich denke, die Saison ist lang. Wenn wir einen oder anderen noch Verstärkung haben, Fabiano kommt noch dazu und denke schon, wir brauchen noch Mittelfeld. Ich weiß nicht, was mit Georg Harding ist. Und wenn wir noch einen anderen Mittelfeldspieler holen, das brauchen wir, das werden wir auf jeden Fall, denke ich, schon eine Top-Mannschaft und im Endeffekt, wir sind verwollen für die Mannschaft und wenn wir auch diese Rolle nehmen. Und das ist, wenn wir sagen, jetzt gucken wir mal, was passiert, das ist falsch, wir sind LASK und wir wollen hoch, das ist einfach das. Und für dieses Ziel wünschen wir dir alles erdenklich Gute. Danke, Vujo, fürs Interview und eine geile zweite Saison in Schwarz-Weiß. Danke.